Hallöchen meine Freunde, willkommen zu einem kleinen und kurzen Infovideo und zwar steht bald für Clash of Clans das Halloween Update vor der Tür und auf der Facebook-Seite von Supercell findet man, oder beziehungsweise Clash of Clans findet man schon unglaublich viele Nachrichten oder Neuigkeiten. Ja, zu dem Update unter anderem wird es dann bald halt für die ganzen Hindernisse und so weiter spukige Updates geben. Hier ist dann zum Beispiel ein Gesicht reingeschnitzt. Ich werde unten in der Videobeschreibung mal ein paar Links posten und da könnt ihr euch gerne mal durchschauen und durchklicken. Ja, dass zum Beispiel dieses ein paar Gesichter bekommt. Das Ding auch so einen gruselig spukigen Ton und alles hier ist auch sogar noch ein Gesicht reingeschnitzt in den Stamm. Also wirklich eine ganze Menge bezüglich der Hindernisse. Dann gibt es halt noch eine Halloween 1 Gems Zauberspruchfabrik Boost. Das heißt also, hier kann man anscheinend mit einem Gems boosten. Ja, wer es möchte, kann es gerne machen. Auf jeden Fall wird das wahrscheinlich bald kommen mit dem Halloween Update. Und dann gibt es noch eine Neuigkeit. Wir können, oder beziehungsweise man kann diese Boosts unterbrechen. Dieses Mal, ich glaube, weiß nicht, da steht Wartungsarbeitenunterbrechung. Ich weiß nicht so ganz genau, ob das jetzt auch für Normales gilt. Und zwar kann man die Zauberschubfabrik, die Kasernen und die Helden unterbrechen vom Boost her. Das heißt, wenn man die jetzt boosten würde, könnte man dann auf einen Knopf drücken, Pause, und dann gibt der Boost nicht weiter, bis man halt auf den Knopf Resume drückt, um dann halt weiterzumachen. Und dann gibt es halt noch ein neues Teil, was Supercell da gepostet hat, und zwar Boost. Ja, man kann bald boosten anscheinend, und zwar die Sammler und alles wahrscheinlich für ein Gem, gehe ich mal stark von aus. Und lasst euch überraschen, auf jeden Fall werde ich, wie gesagt, in die Videobeschreibung ein paar Links posten, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, Halloween Update. Ich bin das erste Mal sozusagen einem Feiertags-Event mit dabei. Ich war seit, ja, ich habe Weihnachten nicht mitbekommen, Ostern, wenn es was da gab, habe ich auch nicht mitbekommen. Halloween ist das erste Event, was ich so mitbekomme, was Supercell veranstaltet in Clash of Clans. Ich freue mich darauf, ich hoffe, ihr euch auch, und ihr könnt gerne mal in die Beschreibung, beziehungsweise in die Kommentare eure Meinung hinterlassen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bye bye.